Da wir schon in der Zeit daherhinken, mache ich es kurz und schmerzlos. Wir beginnen mit der Szene mit dem Walross. Ihr könnt anfangen. Nein, Alyssa, falsche Richtung. Du kommst zum hinteren rechten Bühnenrand und dann in die Mitte, wo das Walross steht. Sorry. Guten Tag, Herr Walross. Was machen Sie denn hier? Kann ich Ihnen helfen? Oh, mein liebes Kind. Nenn mich doch Donald. Wir sind doch alle Freunde. Da du schon fragst, mein liebes Kind, ich könnte tatsächlich deine Hilfe brauchen. Ich wollte gerade diese schönen, jungen Austern hier zu einem Ausflug an die frische Luft einladen. Vor allem in dem Alter kann man von sowas ja nicht genug kriegen. Aber das Schurkenweib, ihre Mutter, spricht die ganze Zeit von MeToo und Fleischbeschau. Dabei weiß doch jeder, dass ich nur an Cheeseburgern mein ungesundes Interesse hege. Sie wollen die Austern zu der Fleischbeschau mitnehmen? Und ich soll sie dann zum Dinner einladen, nicht zur Fleischbeschau. Wir hatten das doch alles schon mal. Mach das nochmal von vorne. Und schon wieder verkackt. Vergisst mir den Text oder die Ausgangsposition. Jedes Mal. Dabei weiß doch jeder, dass ich nur an Cheeseburgern mein ungesundes Interesse hege. Sie wollen mit den Austern zum Dinner gehen und ich soll Sie davon überzeugen, mit Ihnen Cheeseburger zu essen? Alyssa, wo kommen denn jetzt die Cheeseburger her? In deinem Text gibt es keine. Nochmal ab der Szene mit dem Monolog. Ja, aber aus 10 Minuten vergisst jeden Einsatz. Das ist wie Deutsche Bahn. Sie wollen die Austern zum Dinner mit Fleischbeschau einladen? Und ich soll Sie davon überzeugen, statt zu einer MeToo-Demo zu gehen mit... Nein, nein, nein und nochmal nein! Mann, so wird das nichts. Wisst ihr was? Alle 5 Minuten Pause, Donald, richte dir mal verdammt nochmal das Toupet. Und Alyssa, komm mal bitte kurz her. Alyssa, was ist eigentlich los mit dir? Du spielst wirklich schon seit einer Weile beschissen. Zu dieser Premiere wollen einige Zeitungen ihre Kritiker schicken. Wenn da nicht alles sitzt, sind wir raus. Ich überlege ernsthaft, die Zweitbesetzung zu nehmen. Das stimmt ja. Nein. Das ist jetzt. Es tut mir echt leid. Ich erkläre dir das alles morgen, versprochen. Aber ich Alyssa? Muss jetzt los. Sorry. Alyssa, was ist los mit dir? Alyssa, bleib da! Von der Probe los, obwohl ich mir das wirklich nicht leisten kann, nur mit dir auf diese Party zu gehen und einfach nur aufzutauchen und rumzustehen. Ich sehe das gerade wirklich nicht ein. Ja, ja, deine Probe ist klar. Whatever. Weißt du, es gibt gerade wichtigere als ein Theater. Im App-Business ist es einfach so, dass du... Weißt du, es gibt einfach Regeln. Nicht so wie im Theater. Nee, ist gerade nicht whatever. Aber ja, tut mir leid, okay? Tut mir leid, wenn wir wegen mir jetzt zu spät sind. Länger gedauert. Ja, wenigstens sehen die Schuhe schön aus. Hm? Nicht jetzt. Hey, hey, was geht? Alles klar? Ja. Ich muss sagen, das ist ziemlich nice. Das Auto ist auch gut gewesen. Ja. Das kann ich dir echt empfehlen. Mega tief dann. Nice. Ja. Wie heißt das? Wir möchten selbstgemachte Hummus mit Salat.
Ich möchte noch Feuer. Ja, das können wir auch machen. Kann man das so tragen? Ja, das geht voll steil. Sieht voll lit aus mit der Hornbrille, Alter. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand so steil wird. Ganz recht. Alles Ehrgeiz. In dieser App steckt all unser Blut und Fleiß. Und unser Jahresziel ist endlich übertroffen. Nach all den Jahren. 20.000 Follower. Endlich haben wir mehr Follower als Mitarbeiter. 20.000 Follower. Ein wahrer Meilenstein für unser Startup. Ich glaube, es hat einfach so ein Produkt auf dem App-Markt gefehlt mit so authentischer Credibility. Ich sag euch, Leute, noch 2 Monate und dann beherrschen wir den App-Markt. Wir sollten dann eigentlich auch Instagram aufkaufen. Wir würden dann quasi Instant-CEOs werden, quasi Instagram-CEOs. Gemächlich mit dem guten Stoff. Also dieses Fahrrad habe ich dir erzählt, ne? Das ist also von so einem Laden. Ich weiß nicht, kennst du den Macadamia oder so heißt der? Keine Ahnung, wie der heißt, egal. Ich fahre jetzt nur noch mit diesen Fixies, ey. Hast du schon mal damit gefahren? Das sind diese Fahrräder, weißt du? Ohne Gangschaltung. Das heißt, wenn du vorwärts gehst, gehst du vorwärts und wenn du rückwärts gehst, gehst du rückwärts. Machen sie alternativ ein bisschen Upcyclen und so Sachen und so, aber Top-Qualität kann ich nur empfehlen. Wir müssen nachher unbedingt noch ein Polaroid zusammen machen. Ja, gerne. Oh mein Gott, ja! Ja, also wenn du mal Bock hast, ich kann es dir auch zeigen, so, ne? Also, kein Ding. Melde dich einfach bei mir. Das heißt, du hast auch keine Bremsen, ne? Total geil. Schon mal ausprobiert? Nee. Wenn du willst, können wir ja mal zusammenfahren. Tikka Masala und Tequila. Und der ist mega lecker. Da, der ist glutenfrei. Den würde ich eigentlich auch empfehlen. Und zuletzt, da gibt es noch einen Pistazienkuchen. Aber der ist natürlich auch Fairtrade. Also kann ich auch empfehlen. Hey Amigo, hast du meinen Haselnusskuchen gesehen? Ich glaube, deine Freundin ist. Die ganze Zeit komisch angeschaut. Ach komm, meinst du nicht so? Noch ein Bier für den Heimweg? Hallo, 2 Bier bitte. Ja, eine Sekunde. Was bringt dir dein Job eigentlich, wenn ich doch alles für dich zahlen muss? Theater ist eben doch eine brotlose Kunst. Dankeschön. Ab
Apropos Brot, hast du eigentlich mitbekommen, dass Johannes glutenintolerant ist? Maria hat extra für ihn einen glutenfreien Nusskuchen gekauft. Und weißt du, was passiert ist? Er ist verschwunden. Freddy, ich habe 4 Stunden nach dem Kuchen gesucht. Aber wir haben ihn nicht gefunden. Und weißt du, was der arme Junge dann gegessen hat? 2 Gurken, mehr nicht. Er hat sich gerade von seiner Freundin getrennt. Er hat echt Besseres verdient als nur 2 Gurken. 2 Gurken, der arme Junge. Lisa? Ja? Hörst du mir überhaupt zu? Brot. Genau, also, nochmal von vorn. Johannes ist glutenintolerant. Und Maria hat für ihn extra einen Kuchen gekauft. Lisa. Hallo, kannst du mir vielleicht helfen? Die ganze Zettelwirtschaft ist veranstaltet. Hallo? Wenn einfach die Leute alle BWL studieren würden und wüssten, wie man so ein Unternehmen leitet, dann würde das ganze Mist nicht passieren. Ich habe hier eine Schürze. Ja, mit dem Apple-Laptop gibt es auch keine Datenschutzprobleme. So. Hallo? Die Hemden sind auch gemacht. Boxershorts. Okay. Alissa! Alice, wie kann man helfen? Kommst du schon wieder zu mir mit deinen dreckigen Geschäften? Muss ich etwas für dich einwaschen? Vertrau mir, ich hab das im Griff. Ich hab da was gegen. Dafür, darauf, ich hab's drauf. Hier, mein Geheimrezept. Ein Fleck vor Schreck. Debakel. Gewurz. Schmutz. Ausgemerzt ist der Fleck. Ausgemerzt. Merz. Merz. Merzhase. Stimmt so. Geht aufs Haus. Keine Sorge. Aufs Haus. Ins Haus. Nach Haus.
Heute wird's wirklich gut. Versprochen. Okay, schwamm drüber. Mach. Dabei weiß doch jeder, dass ich nur ein Cheeseburger mein ungesundes Interesse hege. Austern? Sie wollen die Austern zum Dinner einladen und ich soll Sie davon überzeugen, mit Ihnen auszugehen und einen schönen Abend zu verbringen? Sind Sie sich sicher, dass Sie das aus rein altruistischen Gründen machen wollen? Ich bin nicht dazu bereit, Sie bei Ihren kriminellen Machenschaften zu unterstützen. Auf Wiedersehen. Fantastisch. Genauso hatte ich mir es vorgestellt. Oh. Glaubst du, sie kann das Niveau halten? Weißt du, es war so wie diese eine gute Szene in Transformers 4. So es gab ein... Welche Szene in Transformers 4 war gut? Oh, stimmt. I got a pocket girl, pocket full of sunshine. I got a pocket girl, pocket full of sunshine. Oh. Wow. Oh, danke. Ich habe was Geiles für dich klar gemacht. Social Media Managerin für uns, für die App. Was meinst du? Ja, du betreust halt eben unsere Profile. Schickst hier und da mal einen freshen Tweet raus. Publicity halt. Wolltet ihr dafür nicht einen Praktikanten anheuern? Ja, schon, aber weißt du, Louis ist halt echt gut mit Zahlen. Wir brauchen ihn woanders. Da habe ich direkt an dich gedacht. Wir brauchen aber deine Kreativität. Das ist doch die perfekte Chance für dich, deine Artsy-Side mit etwas Handfestem zu verbinden. Du, das ist echt lieb von dir und ich freue mich total, wie es gerade bei euch mit der App läuft. Aber ich persönlich sehe mich nicht so als Facebook-Expertin. Falls ihr Hilfe braucht, helfe ich euch gerne, aber dauerhaft... Ich habe ja auch das Theater. Du bist raus? Ja, schon. Hey, ich habe mich echt für einen anderen für dich eingesetzt. Das ist echt scheiße von dir, dass du einfach so raus bist. Vielleicht hättest du mich vorher mal fragen sollen? Dich fragen, ob ich dir einen Gefallen tun darf? Gefallen? Was soll mir denn an einem Kackjob, für den sogar der Praktikant zu schade ist, gefallen? Ja genau, weil es ein Job ist. Weil es was Richtiges ist. Mann, Alisa, wann checkst du es endlich, dass das mit Theater einfach nichts wird? Zieh mal den Kopf aus den Wolken und werd erwachsen. Was Richtiges? Deine Scheiß-App braucht kein Mensch! Und wer braucht noch dein Theater? Wer braucht noch einer Lies Alice? Kindergartenversion? Niemand! Du machst das nur für dich. So, ich hoffe, ihr habt die Zeit eben genutzt, um euch auf die Szene mit der Teegesellschaft vorzubereiten. Wenn ja, dann soll es ja jetzt keine Probleme mehr geben. Ihr könnt anfangen. Ich bin auf der Suche nach dem Gutmacher. Die Grinsekatze hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Das kann ich wohl, mein Kind. Und du hast die Hilfe auch dringend nötig. Ich meine, so kannst du ja keine neue Stelle antreten. Dafür brauchst du eine ordentliche Kopfbedeckung. Nicht so eine jämmerlich runterhängende Schleife. Du willst doch einen guten Eindruck machen, oder? Natürlich möchte ich einen guten Eindruck machen, aber ich bin auch nicht auf der Suche nach einer Anstellung. Nicht? Was dann? Oder ist heute dein Nicht-Geburtstag und du möchtest mit uns feiern? Mein Nicht-Geburtstag? Das ist, wenn man Nicht-Geburtstag hat. Also 364 Tage im Jahr. Oh, möchtest du noch eine Tasse Tee, unbekannter Gast? Das steht so nicht im Text. Oh! Ja, sie hat sich auch nicht vorgestellt und höflich gewartet, bis sie sich hinsetzt. Das steht nämlich im Text. Von mir aus kümmere ich einfach nicht, nicht um mich. Wie heißt du? Und möchtest du jetzt eine Tasse Tee, brüdes Menschenkind? Verzeihung, ich heiße Alice und ich habe mich verlaufen. Deshalb bin ich hier, ich wollte nach dem Weg fragen. Und ich hätte sehr gerne eine Tasse Tee.
alle weiterrücken! Aber ich habe meinen Tee noch gar nicht dazu gefunden. Wieso müssen wir schon alle weiterrücken? Das machen wir, weil wir gerade auf der Suche nach Arbeit sind. So ist das, wenn man für die Regierung arbeitet. Heute noch Hutmacher, morgen schon Verteidigungsminister, egal wie qualifiziert man ist. Das ist das reinste Bäumchenwechsel, ich spiel. Dass man schneller draußen, als man Toupé sagen kann. Das war's. Macht eine Pause, ohne ich was zu essen. Alissa, du bleibst hier. Ich weiß, ich habe schon wieder Mist gebaut. Tut mir leid. Alissa, ich bin so langsam wirklich am Verzweifeln, weil ich überhaupt nicht weiß, woran ich an dir bin. Du spielst mit einem ständigen Auf und Ab und das Ensemble denkt schon, ich hätte dir die Rolle nur gegeben, weil ich dich kenne. Bald ist Premiere, da können wir uns so etwas wie eben einfach nicht leisten. Hast du gerade irgendwelche Probleme? Ich bin komplett durch den Wind. Mein Freund hält das hier alles für Zeitverschwendung und nimmt mein Engagement im Theater überhaupt nicht ernst. Vielleicht hat er ja recht. Gut ist anders. Alissa, wenn du nichts änderst, dann macht dich das kaputt. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Du musst deinen eigenen Weg finden und ihn gehen, sonst reibst du dich einfach nur auf. Ich weiß, dass sich was ändern muss. Aber ich weiß nur noch nicht was. Aber solche Patzer werden nicht nochmal vorkommen. Versprochen. Gut, gut. Hi, ich bin's. Alissa. Mhm. Ja, du. Heute war einfach alles richtig blöd. Wir haben uns heute Morgen gestritten. Ja, natürlich wegen dem Theater. Dann. Nee, die Probe ist auch schlecht gelaufen. Mhm. Die hassen mich alle. Ich glaube, das ist jetzt relativ offiziell. Mhm. Ja, was soll ich denn machen? Also ich persönlich würde mich lieber auf eine legale Art und Weise entspannen. Legal. Weißt du was? Soll ich einfach zu dir kommen? Ich weiß einfach nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Das kommt darauf an, wo du hin willst. Ja, ich bin noch dran. Ja, ich bin gleich da. David hat mir jetzt einen Job in seiner Firma angeboten und ich weiß einfach nicht, wie er da drauf kommt. Ich meine, die Bezahlung ist super, aber die Leute, die können mich doch alle nicht leiden. Boah, diese ganzen Hübsche und so, das könnte ich auch nicht. Das Einzige, was die können, ist doch Brownies backen. Wobei, haben die noch eine Stelle frei? Fürs Theater brauche ich halt Zeit. Aber ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen können. Und im Moment investiere ich meine ganze Zeit in meine Beziehung. Und er versteht das einfach nicht. Er hat kein Verständnis. David ist so ein Arsch. Ich verstehe immer noch nicht, wieso du den nicht abschießt. David ist immer noch mein Freund. Ich wäre dir ein besserer Freund als der. Heute haben wir uns schon wieder gestritten. Übliche Thema. Er versteht einfach nicht, wie wichtig mir das Theater ist. Alissa, du bist auch deswegen immer so gestresst. Du wirkst gar nicht mehr wie du selbst. Du brauchst wirklich was zum Entspannen. Du weißt, ich kann dir immer was besorgen. Nee, du, passt schon. Ich habe schon von alleine Halluzinationen. Halluzinationen? Ach, die habe ich doch auch immer. Was hast du genommen? Ja, nix. Das ist das Problem. Also das eine Mal, da war ich auf einem Festival, da habe ich angefangen, die Leute mit so komischen blauen Hütern zu sehen. Da sind die auch noch alle rückwärts gelaufen. Das war total verrückt, Alissa. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, als wäre ich im Traum. Und dann habe ich auf einmal zum DJ-Pult geguckt und meine Oma war da und die war der DJ und die sah auch so ich voll verrückt gekleidet aus. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin mir sicher, dass es viele Dinge gibt in der Welt, die eigentlich unmöglich sein sollten. Weißt du, als ich kleiner war, da habe ich gerne vor dem Frühstück schon versucht, an 6 unmögliche Dinge zu denken. Was denkst du, könnte das 7. sein?
Leute, das ist jetzt die letzte Probe. Ich weiß, dass ihr das könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Das muss alles sitzen. Und dann schaffen wir das morgen. Wir fangen an mit der letzten Szene. Aber dann kommt der Kopf ab. Aber natürlich, Schatz, ganz wie du wünschst. Wo war ich? Ah ja. Die Angeklagte wird beschuldigt, widerrechtlich das Wunderland betreten zu haben, indem sie mit der Karawane das Kaninchenloch durchquerte und die Tür überlistet hat, die Fremde von Wunderländern trennt. Ferner hat sie sich der Kollusion schuldig gemacht, mit dem Plan, russische Kinder einzuschleusen und unsere legitime Wunderlandregierung zu stürzen, um sich an unserem Wohlstand zu bereichern. Einspruch. Ich bin keiner Karawane gefolgt, sondern einem weißen Kaninchen mit Taschenuhr. Außerdem entsprechen die Vorwürfe keinesfalls den Tatsachen. Wir haben Beweise. Erster Zeuge, vortreten. Sie hat gesagt, es ist zu anstrengend, mir hinterherzulaufen, weil es so warm ist. Fake News! Die Klimaerwärmung gibt es gar nicht. Das sagen die neuesten Studien. Nächster Zeuge. Sie fand den Tee ungenügend in der Menge. Sie will einen Handelskrieg anzetteln! Mit China! Sie treibt uns alle in den Ruin! Wir haben genug Beweise! Ab mit dem Kopf! Ich weigere mich, mir diesen Unsinn weiter anzuhören. Sie suchen nur noch einen Sündenbock, der für Ihre Fehler einbüßen soll. Sie sind durch kriminelle Mittel an die Macht gekommen und jetzt haben Sie keine Ahnung, wie Sie Ihr Land regieren sollen. Sie machen doch nur, was Ihnen in den Sinn kommt. Und was sie zu ihrem eigenen Profit nutzen können. Dass ihre Untertanen nicht so leben können oder wollen, wie sie sich das vorstellen, ist ihnen doch völlig egal. Es geht nicht allen nur um Macht, Einfluss und Geld. Stattdessen hieven sie eine unfähige und unqualifizierte Person nach der nächsten auf wichtige Regierungsämter, während es allen Leuten um sie herum immer und immer schlechter geht. Alles, was sie können, ist Sachen kaputt machen. Das ist eine Hexenjagd! Das ist alles gelogen, nichts davon ist wahr! Alle lieben mich! Ich bin die größte Herrscherin, die es jemals gab! Ab mit dem Kopf! Fantastisch, absolut genial! Ey Mann, wenn das morgen auch so läuft, dann haben wir die Premiere sowas von in der Tasche. Wisst ihr was? Geht nach Hause, entspannt euch ein bisschen. Ihr habt euch das heute echt verdient. Kannst du einmal die Fresse halten? Ich schmatze hier nicht laut wie ein Gorilla. Ich schmatze leise. Du schmatzt nicht, Leute. Das, also, meine Oma hat leiser geschmatzt. Ab mit dem Kopf!
herausragend. Mensch, nichts hat das Gerrymandering, diese Problematik klarer gemacht als diese Szene mit dem Walross. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich einfach. Das war richtig gut. Dankeschön. Bravo, bravo. Das freut mich. Heul nicht so rum. Du nervst. Ist es wirklich das, was du willst? Aber ist das hier es wert, eine Chance auf einen vernünftigen Job mit einem guten Gehalt sausen zu lassen? Du hörst mir nie zu. Alissa, dir könnte es so gut gehen. Das ist scheiß Theater. Das hier, das scheiß Theater, ist für mich das Wichtigste überhaupt, okay? Das ist kein Spielkram. Das ist keine Freizeitbeschäftigung und ich hätte so gern, dass du das einfach mal verstehst. Das war schon immer das Wichtigste für mich. Das wird immer das Wichtigste für mich sein, okay? Und ich hab's einfach satt, mich immer anzupassen. Ich versuche alles zu tun, damit es hier irgendwie gut geht und ich bin dabei die ganze Zeit unglücklich. Willst du das wirklich? Also ich halte das nicht mehr aus. Außerdem hassen mich sowieso deine Freunde. Ich werde da nie reinpassen. Weißt du was? Ich hätte mir von dir einfach Verständnis gewünscht. Und ich habe keins bekommen, also ich weiß nicht, ob das hier noch was bringt. Das ist also deine Meinung. Ich wollte dir nur helfen. Aber dir ist einfach nicht zu helfen. Du wolltest dir gar nicht helfen lassen. Das ist doch alles verrückt! Wir sind hier doch alle verrückt. Wir sind nicht verrückt. Unsere Realität ist nur anders. Alissa? Ich bin verrückt. Hab eine Meise. Bin nicht ganz bei Sinn. Aber weißt du was? Das macht die Besten von uns aus. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann trennen sich hier unsere Wege. Living in fear, hell at my feet, heaven is out of reach, and that's fire.